Shit, da ist eine Kamera. Wir müssen ein kleines Ablenkungsmanöver machen. Am besten so. Ah, komm mal her. Das hat nicht funktioniert. Vielleicht, wenn die Kamera wieder nach drüben geht. Na, komm her. Jetzt. Los, Nix. Yes. Gut, wir sind drinnen. Was machen die da eigentlich? Ist das sowas wie eine Rohrpost, nur in XXL? Das sieht irgendwie so aus, ne? Und Feuer. Moment, kann ich da mit dem Fotomodus hin? Lass das mal ausprobieren. Nein, natürlich nicht. Naja. Wäre aber witzig gewesen. Okay. Laut Grundriss muss der Datentresor hier irgendwo sein. Stimmt, irgendwo da hinten. Aber davon mache ich noch mal ein Foto. So. Was weiß ich. Zum Beispiel so. Wunderbar. Vielleicht dort? Was ist dort? Ich glaube, wir müssen da runter. Zum Angriff, Nix. Entschuldigung. Na, Goodies? Keine Goodies. Wo gehen wir lang? Gehen wir da lang? Es ist halt... Mal schauen, wo gehst du hin? Okay, da geht's weiter. Da ist jemand. Das ist aber nicht so geil. Und da haben wir auch eine Wache. Zwei sogar. Kommen Sie zu mir? Was war das denn? Ja, komm her. Das lief nicht wie geplant. Aber gut. Kein Alarm. Möchte ich da hinten lang laufen? 2. Ja, ich glaube, ich gehe mal so hinten lang. Ja, kann ich da rein? Nö. Ich glaube so... Ja, wir haben natürlich wieder eine Kamera. Und da oben haben wir eine Leiter. Und ich hätte den ganzen Weg auch da oben gehen können. So, kleiner Mann, kannst du... Nix, zeig, was du kannst. ...ablenken?
falsches Timing. Zeit, sie abzulenken, Nex. Oh, 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 fuck. Stehen geblieben! Das ist ein Sicherheitsbereich! Okay, es kommt nur einer. Der andere, der da geschossen hat. Für das Imperium! Dank Farik. Okay. So viel zu KI. Meter. Da oben. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Gott, die haben die schlafenden Soldaten entdeckt. So, wie komme ich jetzt noch da oben? Und da machen die Kamera. Nicht so geil. Ich habe gerade ein bisschen Bedenken, dass die von hinten jetzt auf mich einfach zukommen. Scheiße. Los, Nix! Die sind hinter uns her! Echt jetzt? Ja, geil. Was machst du denn? Du hast den Alarm ausgelöst. Jetzt kann ich das Ganze noch mal neu machen. Naja, fast. Wollen wir diesmal den Weg hier oben gehen? Komm ich da rüber? Ja, nicht solange der Flieger hier dasteht. Ich bin mal in den Hinterhalt der Pikes geraten. Ich habe um einen Haaren Blasverschluss in den Bauch gekriegt. Nix. Drück auf das Knöpfchen da. Hm. Mal ausprobieren. Oh. So. Ah. Lass mich raten, du kannst mich entdecken. Oh, hier gibt's nichts zum Springen. Dankeschön. So, niemand sieht uns von unten. Ganz normal, was hier passiert. So, Kollege. Schau doch mal. Hol sie dir, komm. Ja, wie willst du da rüberkommen? Scheiße. Nice. Was? Oh nein, nicht da runter. Wir gehen hier rein. Dankeschön. Ach, der Datentresor. Also gut. Löschen wir ein paar Schulden. So. Einmal zugreifen. Mach schon, mach schon.
Ach, wer soll denn aus diesen Dateien schlau werden? Wer bist du denn? Gehörst du zu Torben? Wow. Ja? Nein, du bist ein Eindringling. Und wenn du nicht willst, dass ich den Alarm auslöse, bringst du mich hier raus. Okay. Und wer genau bist du? Basnock. Torbens Buchhalter. Schicker Titel für einen Gefangenen, ne? Ich dachte, Gefangene sind meistens in Zellen oder so. Sie nennen es kreative Bestrafung. Kommt davon, wenn man zu clever ist. Die Schmiergelder und Mauscheleien des Gouverneurs laufen allesamt über mich. Kay, wir müssen uns beeilen. Entscheide einfach, wem wir das anhängen. Eine Hand wäscht die andere. Lass ein paar Akten verschwinden und ich hol dich hier raus. Daten löschen? Kein Problem. Was darf's sein? Wie machen wir das? Den Pikes anhängen, das Crimson Dawn anhängen. Dann wären wir hier bei beiden ziemlich schlecht. Ich würde mal sagen, wir machen die Crimson. Also gut, lösch die Schulden von Crimson Dawn auf Toshara. Das wird Torben nicht gefallen. Was heißt, ich find's super. Crimson Dawn sollte sich auf was gefasst machen. Ich lösche alles und wir treffen uns dann in meiner Fluchthilfe. Deine Fluchthilfe? Ich hatte viel Zeit, um das zu planen, Eindringling. Du kannst sie von der Konsole hinter dir starten. Und du als Gefangener kannst dich da so selber steuern. Ja, das macht natürlich Sinn. Also, Bosnock, wie mache ich das? Ruf den Frachtaufzug. Okay. Gut gemacht, Eindringling. Er bewegt sich. Toll. Ich heiße übrigens Kay. Ja, wie auch immer. Ja, und jetzt? Du willst jetzt aber nicht, dass ich da untergehe, oder? Aktiviere Bosnocks Schlitten. Also ich muss da runter. Oh. Es ist keine ideale Tür. Aber ich glaube, es ist auch schlauer, wenn wir hier runtergehen. Also, unsere Fluchthilfe muckt rum. Kann mal jemand helfen? Da ist ein Schalter am Heck. Der sollte hier einen Energiestoß verpassen. So, das Problem ist, wir haben diese drei Dudes. Und da unten war doch, glaube ich, auch noch einer. Bevor ich jetzt da runtergehe, warte ich, bis die sich einmal da umdrehen. Und dann dahin. Schon wieder Wachdienst. Na komm, umdrehen. Dreht euch jetzt mal um. Danke. So. Fuck. Kamera. So, und jetzt? Ja, folge mir. Ich führe uns hier raus. Okay. Aber da kann ich nicht mitgehen. Der Hauptmann war ein echter Fanatiker. Der hat den halben Trupp erschossen, nur weil sie seine Befehle. Schaltest du jetzt die Energiebarriere aus, oder was? Ich dachte, du hattest das alles geplant. Hatte ich auch. Und laut Plan schaltest du die Energiebarriere aus. Hey, komm zurück! Die Imperiale glaubt es nicht! Was? Ich habe die Bahnbrecher abgeriegelt, aber sie versuchen die Türen aufzustemmen. Schnell! Ich komm ja schon. Shit. Ich hab da aber auch. Warte mal, da hinten, glaube ich, kann ich sabotieren. Ja, warum lassen wir solchen Abschaum überhaupt hier rein? Ex, das Terminal. Wenn der Anblick der Größe unserer Operation sie in Schach hält, bin ich dafür. Gouverneur Torben weiß nicht, was er tut. Was ist das für ein Ding? Okay, dann machen wir es so. Einen ablenken und den anderen
Den anderen hauen wir. Fertig. Ja, ja, los geht's. Was ist das für ein Ding? Na, nicht so. Also die treffen ja doch mal. Scheiße, ich brauche Heilung. Aufnehmen. Nicht schlecht, das schaffen wir nicht. Und da oben. Gut. Brauch die Heilung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Behälter öffnen? Oh. Dankeschön. Was soll das? Gut. Würde es nicht schneller gehen, wenn ich dich trage? Was? Ich hasse auch mein Zeug nicht hier. Ich muss sie improvisieren, Boss Nock. Warte. Gut, ich hab's. Was hast du denn da gemacht? Ich falle. Keine Ahnung, ich hab nur einen Knopf gedrückt. Such nach mir, Eindringling. Du musst hier runterkommen. So, sag mal hier. Ich habe mehrere Beschwerden über den Buchhalter dieser Station erhalten. Wonach der ist daher nötig, sie hat die Organisation dieses Sektors zu erinnern. Der Buchhalter wurde von mir ernannt und steht bis auf Weiteres unter meinem Schutz. Wenn Sie Bedenken vorbringen möchten, können Sie das gern persönlich tun. Governor Tolden. Alles klar. Ja, hat sonst nichts. Weiter im Programm. Also, wie bist du denn hier gelandet? Ein Inbewohner in Flomo hat mich beim Kartenzählen bei Sabak erwischt. Hey, nein, nein, da kommt jemand. Bosnok, bist du da? Oh oh. Ich hab gefragt, was du hier machst. Und genau wegen sowas wirst du nie befördert. Du kannst es einfach nicht lassen, deine Nase in anderer Leute angelegen. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Das wüsstest du wohl gern. Solche Fragen. Soll ich? Das Leben verkürzen. Soll das eine Drohung sein? Ich sage nur. Dankeschön. Oh, meine Glückssträhne hält an. Ja, für den Moment. Perfekt. Und er noch. Fuck. Nice. So, gut, dass das keiner mitbekommen hat. Ja, die Architektur ist nicht gerade die hellste hier, wenn es um Sicherheitssysteme geht. Ja, klar. Reibungslos. Was war das denn jetzt? War zu Hause? Nee. Ich denke eigentlich nur, dass R2D2 irgendwann einmal auftaucht. Hat das geklappt? Hervorragend. Ja. Autorisierung der Hangar-Kontrollbuch erforderlich.
Anscheinend musst du die Frachtautorisierung überschreiben. Hm, verstanden. Wo ist die Steuerbucht des Hangars? Voraus. Ja, macht irgendwie Sinn. Wir kommen gleich. Geht nur in eine Richtung. Oh, Explosives. Mach dich bereit, Nick. Wir brauchen Hilfe. Sie lassen nicht locker. Sehr gut. Und ich werde sagen, wir holen uns mal da den Blaster. Sehr geil. Tür? Noch jemand? Nö. Zirley, einmal bitte reinlassen. Mit vielen Trupplern kommen wir nicht durch den Hangar. Vielleicht können wir sie rauslocken. Ja gut, wie wär's mit den Alarm irgendwo auslösen? Alles falsch. Okay. Dann würde ich sagen, die 16. Ah ne, Moment, Moment. Löschen. 16, 14, 9. Komplett falsch. Dann. Warte, wir haben die 9 hier falsch gehabt. 6, 14. Und so. Nope. Nein. Gut. Perfekt. ÖGX-Protokoll aktivieren und Frachtlieferung genehmigen. Machen wir mal das und das. Ach, gut, eine biologische Probe zu ver... Die Sturmtruppler da unten ziehen ab. Das ist die Gelegenheit, Nex. Kehren wir zurück aufs Schiff. Man sagt, wir kommen das einfach hin. Oh, da ist Credits. Was haben wir hier? Fenrich, danke für Ihren Bericht bezüglich der Gruppenelemente auf der Treibstoffstation Visavi. Ich bin die Beweise durchgegangen und stimme Ihnen zu, dass es übel aussieht. Ich habe Hauptmann Volo gebeten, sie abzulösen, damit sie sich mit meiner Kommission in Mirogana treffen und ihre Aussage persönlich vorbringen können. Ich sehe eine große Zukunft in sie. Governor Thornton. Okay. So, 2700. Es läuft mit den Finanzen. Alles klar, Nix? Wird schon schief gehen, Kumpel. Moment, erstmal Loot mitnehmen. Sehr gut. So, durch die Haupttür raus. Ah, natürlich wieder ein Rätsel. Versuch's.
Okay, wir hauen hier ab. Nein, Tor? Nein, das war unser Ausgang. Dann sorgen wir für einen neuen. Aktivier die Booster und bring uns hier raus. Okay. Die sperren uns ein, Kay. Wir schaffen das. Moment, komm. Wir sind draußen. Gut. Alles gut. Nichts ist gut. Da kleben Tees an uns. Wir müssen von dieser Station weg. Flieg wieder ins Trümmerfeld. Da hängen wir die Tees ab. Was zum Questbereich zurückkehrt. Was aber... Ich bin noch ganz normal geflogen. So, komm. Boost. Okay, sehr gut. Also, siehst du das imperiale Funkrelais? Da müssen wir hin. Wir löschen die Daten und dann vergessen die Imps, dass es uns gibt. Klar, verstehe. Aber vorher muss ich diese Tees ausschalten. Die schießen auf uns. Nein. Komm. Nein. Oh, scheiße. Komm. Hey, runter. Ah. Besser. In den Trümmern ist es kacke. Wo ist er? So, sehr gut. Mit diesen Teaser-Hintern können wir das Relais nicht hacken. Schon dabei. Nein. Ah. Wir brauchen ein Waffen-Upgrade. Yes. Okay, oh, das war's. Gut. Die sind wir los. Wir haben es geschafft. Wer ist der Typ mit dem Glas? Bosnok. Gut. Ja. Toll. Nähere dich dem Relais und ich lösche das System. Noch nur ja, ich bin doch gerade da gewesen. Ohne Unterbrechung. So. Sehr gut. Okay, alles gut? Wir sind sicher. Jetzt zurück nach Mirogana. Schnell. Okay. Guter Plan. In welche Richtung nach da runter? Gut. Ja, das war keine schlechte Mission. Hat mir gefallen. Jetzt mal wieder runter auf den Planeten, klar, mal schauen. Hinten, Bosnok? Oh ja, ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal so aufgekratzt war. Macht ihr sowas öfter? Ja, ab und zu. Also, tritt der Typ unserer Crew bei, oder? Wir sind keine Crew. Und nein, tut er nicht. Ja, landen? Frag mich, wann wir diesen einen Druiden dann kennenlernen werden, den ich dann die Previews immer gesehen habe. Oh. Da war der Encoder mal kurz überlastet. Geiler Landeanflug. Und wieder am Boden. Oh, wie sind sie losgeworden? Ja, fürs Erste. Mal sehen, wie Gorak auf all das reagiert. Ja, die lassen dich bestimmt Sabak spielen.
auch immer du das anstellen willst. Ich bin bald zurück. Mach nicht alles kaputt, Bosnok. Reden? Kaum zu glauben, dass du das geschafft hast, Eindringling. Also, wohin bringst du mich jetzt? Mal sehen, ob sich die Pikes um dich kümmern. Da musst du allerdings für dein Brot arbeiten. Weißt du, wie viele Informationen ich über Torben und seine Machenschaften habe? Die werden mich anflehen, für sie zu arbeiten. Danke, Kay. Hey, ja. Keine Ursache. Gut, also müssen wir jetzt effektiv... Nee. So, Schatz, was mit dir? Sag mal, wann kann ich Toshara verlassen? Also, zunächst einmal braucht die Bahnbrecher ihre wohlverdiente Ruhe und Entspannung. Sie ist ein Schiff. Ein verwundetes Schiff. Sie braucht Geduld. Und mich. Das darf man nicht überstürzen. Ja, versteh schon. Okay, du magst das Schiff wirklich sehr. Ja, gut. Ach, diese Böen. Na komm, so schlimm ist es jetzt doch gar nicht. Wir müssten jetzt dann irgendwann mal rausgehen und mal die Umgebung hier erkunden. Mal mit ihm hier nochmal quatschen. War ja der Eingang wieder oben. Mal sehen. Hey, wie läuft's? Ich hab grad ziemlich viel zu tun. Ja, bist du gut beim Sabbat? Was? Ja, ich bin aus Kanto Bight. Gut. Ein paar Leute wollen im Makal um hohe Einsätze spielen. Nimm ihnen ihr Geld ab. Okay. Warte mal, wir hatten doch diesen Hinweis, dass der mit den niedrigsten Favoriten eigentlich derjenige sein sollte, der gewinnen wird. Was ist das mit dem Glücksspiel? Kann man das hier machen? Nee. Auch vielleicht drinnen. Guten Tag. Woher kennst du meinen Namen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Leuten. Ich bin Verrick und habe einen echten Job für dich. Ein echter Job bedeutet echte Kredits, ja? Bei den Hutten schon. Die Pikes drängen sich in Jabbas Kreaturenschmuggelgeschäft, werben seine Käufer in den Kernwelten ab. Finde heraus, an wen sie verkaufen und schalte dann ihre Fabrikanlagen aus. Ich hätte gern die Hälfte im Voraus. Ich zahle, wenn du fertig bist. So geht's auch. Die Koordinaten führen dich zu meiner Kontaktperson. Lass sie nicht warten. Ja, da könnte es wirklich ein bisschen dominanter sein. Kann ich da mitspielen? Sieht nicht so aus. So, dann, da hinten. Oh, okay. Beriks Kontakt ist draußen in der Steppe. Spritzt du gefällig nix? Ja, noch nicht. Entschuldige die Störung, Borak. Ich sehe, dass du... Was willst du hier? Ich bring dir einen neuen Buchhalter. Ich wusste nicht, dass ich einen brauche. Ja, es ist so. Crimson Dawn wollte, dass ich dir was anhänge. Aber stattdessen haben die jetzt ein Problem. Der Buchhalter, Bosnok, braucht Schutz. Er hat für Torden gearbeitet, kennt alle Geschäfte, die der Gouverneur je mit deiner Konkurrenz gemacht hat. Wir kümmern uns um diesen Bosnok. Aber warum dieses Geschenk? Nur ein Gefallen. Dann solltest du wissen, dass eine Kopfgeldjägerin von Zarek Besh nach deinem Todesmahl gefragt hat. Sie nannte sich Vale. Vale. Ha, ich halte die Augen offen. Danke. Ich bleibe keinen Gefallen schuldig. Sehr gut. Und wir haben jetzt ganz gut Geld gekriegt. Nice. Spikes in the Guard. Gut. Wie schauen wir denn jetzt? Fähigkeiten? Was hast du da? Der Mechaniker. Kann ich da... Geh auf gerade zeigen. Der Barkeeper im Imbiss von
Die Anlasshoffnung kennt jemanden, der einen Gleiter mit einer Schubkomponente ausstatten kann. Aha, es war da eine... Ah, die Hinweise, die sie uns gegeben hat. Einige Kriminelle im Makal können die beste Hackerin Toshadas anheuern. Das mit dem Hacken finde ich gar nicht so doof. Unterweltgerüchtige. Und wir sind... Was sind wir? Hä? Wo sind wir? Ach, da. Ach nee, das wäre irgendwo hier. Hier irgendwo in der Bar. Das sollte sie glücklich machen. Wer sind die Kriminellen? Wir? Borak hat Geld. Wir haben keine große Wahl. Wir finden einen Weg vom Planeten. Kiras Vision ist weit größer als Toshara. Was Crimson Dawn mit den Sabarianern gemacht hat, war abscheulich. Da schmuggle ich doch lieber Gewürz. Klingt, als würdet ihr beide ziemlich in der Klemme stecken. Fragen wir doch sie. Hey, für wen würdest du arbeiten? Eigentlich... Ach komm, sagen wir mal Pike. Wenn ihr hier bleiben wollt, Pikes. Den gehört hier fast alles. Na also, wer sagt denn, dass wir woanders bessere Chancen haben? Das Risiko gehe ich gern ein. Ja, das war ein Boost für Pike. Aber wo sind diese Kriminellen? Nee. Oder war das die eine Nebenquest, die wir jetzt da vorher angenommen haben? Ist hier noch was? Oh. Hinterausgang. Ja, nice. So, nochmal auf die Karte. Also, Fähigkeiten. Hier, die Hackerin. Mechaniker. Nochmal auf Karte. Was wir tun, das mal folgen. 2 Meter, eben hier drin. Nach was muss ich Ausschau halten? Man, das sieht hier so ein bisschen süß aus. Könnte es sein. Ja, mit dem kann ich auch nicht reden. Nope. Die zuhören. Moment, ich stelle mir noch mal da hin. Sehr gut, das ist ein Crimson Dawn Viertel. Da wollen wir jetzt einen super Ruf haben. Mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ja. Das wird doof. Machen wir eine Schnellreise da hinten. Hallo? Schnellreise? Dankeschön. Wacker, Bosnock wird abgeholt. Und ich wurde bezahlt. Welches Teil brauchst du als nächstes? Ich kann nicht mehr auf diesem Mond bleiben. Ja, ja. Eins nach dem anderen. Bevor wir den Hyperantrieb reparieren können, musst du deinen Gleiter verbessern. Was? Wieso? Vertrau mir einfach. Such dir einen Mechaniker. Ich dachte, du bist Mechaniker. Ja, und ich hab zu tun. Hör dich um, du stehst schon jemanden. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab mal nur den Schacht angesehen. Mann.
Na komm. So viel. Wacker, Bosnock wird abgeholt. Und ich wurde bezahlt. Oh, dir das gleiche nochmal. Welches Teil brauchst du als nächstes? Das kann ich da machen. Ich kann nicht mehr auf diesem Boden bleiben. Noch mein Gerücht. Ja, ja. Eins nach dem anderen. Bevor wir den Hyperantrieb reparieren können, musst du deinen Gleiter verbessern. Was? Wieso? Vertrau mir einfach. Such dir einen Mechaniker. Ich dachte, du bist Mechaniker. Ja, und ich hab zu tun. Hör dich um, du findest schon jemanden. Gut, gut. Danke, hatte einen Kontakt. So, du hin. Hey, danke. Du meintest, du kennst jemanden, der meinen Gleiter aufmotzen kann. Und sie stimmt? Ganz recht. Überall. Der Barkeeper in Jauntas Hoffnung kennt die Mechanikerin. Also würde ich da anfangen. Jauntas Hoffnung. Alles klar. Schön, dass du dich gemeldet hast, Kay. Du machst dir einen Namen. Das bedeutet mehr Arbeit. Ich habe eine hübsche Liste mit Aufträgen für dich. Und nicht nur ich. Viel mehr Leute wollen dich jetzt anheuern. Oh, danke. Ich komm vorbei. Das war ehrlich gesagt gerade ein bisschen mäh, dass die beiden Gespräche doppelt gelaufen sind. Okay. Das wäre das gewesen. KWS, es gibt da etwas, was du dich kümmern Leute. Kannst. Was? Du hast Arbeit für mich? Ich will persönlich mit dir reden. Komm ins Makar. Ja, okay. Jetzt kommen sie jetzt alle auf einmal angeschissen. Und ich bin nach wie vor da unten rein. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode, dass wir hier unseren Kontakt finden. Und hoffentlich diesmal ohne, dass ich da erwischt werde. Und dann mal schauen, was uns da so alles erwarten wird. Macht auf alle Fälle sehr viel Spaß. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.